Hallo und grüß euch, willkommen zu einem neuen Video. Heute wende ich mich aus einem ganz bestimmten Grund an euch. Und zwar haben wir neulich auf der IWA zwei Kollegen aus dem Buschkraft Deutschland Forum getroffen. Und im Gespräch hat sich so herausgestellt, dass sie am Anfang gedacht haben, dass ich ein Fake bin, weil es relativ selten ist, dass Frauen im Outdoor-Bereich so aktiv unterwegs sind. Spätestens auf den Videos, seitdem wir unseren YouTube-Channel eröffnet haben, glaube ich, kann man sehen, dass ich aus Fleisch und Blut bin und real bin und wirklich hinter dem stehe, was ich euch auch erzähle. Und mich hat dieser Kommentar bis jetzt zum Nachdenken gebracht, weil es ja tatsächlich stimmt. Es gibt wirklich wenige Frauen, die wirklich richtig aktiv im Outdoor-Bereich sind. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz verstehen oder ich weiß nicht, woran das liegt, weil es gibt ja wirklich richtig viele Frauen, die Spaß daran haben, spazieren zu gehen oder in die Berge zu gehen oder im Garten mit Pflanzen umeinander garteln, die sich also auch mit den Wildkräutern und so weiter auskennen und das lässt sich ja da super verbinden, wenn man das Hobby ein bisschen mehr intensiviert. Und dann sich in den Survival- oder überhaupt Outdoor-Bereich ein bisschen mehr einfindet. Also ich war auch von klein auf immer Naturliebhaber und klar war ich als Kind selten, aber halt eher auf dem Campingplatz oder im Garten mal. So richtig intensiv ist das jetzt erst in den letzten 3 bis 4 Jahren gekommen, dass man ja die Hardcore-Outdoor-Fans sind und Pflanzen haben mich schon immer interessiert. Ich habe da ganz viel, was das Pflanzenwissen betrifft, von meiner Mutter weitergegeben bekommen, wofür ich ja echt dankbar bin, weil es ist in vielen Situationen echt hilfreich zu wissen, was für eine Pflanze man jetzt vor sich hat. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in meiner Kindheit in jeden Ferien in Italien war, ganz abgeschieden in den Bergen und da hast du natürlich als Kind Nahenfreiheit. Also ich war jeden Tag bei Wind und Wetter draußen in Bächen umeinander gereiht oder in den Bergen auf. Also ich habe da wirklich tun und lassen können, was ich will und ich glaube, so hat sich auch nach und nach die Liebe zur Natur noch verstärkt und ich finde einfach, man kann so wahnsinnig viel entdecken, wenn man draußen ist. Es wird nie langweilig, es gibt immer was Neues, was man noch nicht kennt oder wo man denkt, tack und zack, so habe ich das noch nie gesehen. Also mir wird nie langweilig draußen. Ja, so viel zu meinen persönlichen Gründen, warum ich da noch intensiver eingestiegen bin. Aber jetzt nochmal zurück zum Ausgangsthema. Also ich finde es wirklich schade, dass es wenig Frauen gibt, die sich da so dafür begeistern können. Weil natürlich ist es schön, wenn man Buschkrafttreffen hat und man hockt mit lauter Männern am Lagerfeuer. Ist bestimmt auch ganz amüsant, weil da andere Themen auf den Tisch kommen als in der Frauenrunde. Aber es wäre doch einfach mal schön, wenn sich nur eine andere Frau finden würde, die da auch so begeistert ist und da vielleicht mit ihrem Mann gemeinsam loszieht, weil gerade das finde ich, was auch schön ist an der Sache, dass man nicht seinen Mann jetzt allein raus in die Wälder schickt, sondern das gemeinsam machen kann, dass man gemeinsam neue Sachen entdeckt und das miteinander teilen kann. Das verbündet auch ungemein, wenn man ein Hobby hat, wo beide gleichermaßen Spaß dran haben. Das verbindet einen total. Was ich mir natürlich vorstellen kann, was ein Grund ist, zumindest für mehrtägige Touren, dass doch Frauen ein bisschen mehr Utensilien haben, worauf sie nicht verzichten möchten, als Männer. Also braucht man nicht drüber reden, bei Männern gelangt es in der Früh schnell das Gesicht waschen. Haare braucht man nicht kampen, weil da kann man eine Kappe drüber setzen und das war's an der Körperpflege. Bei den meisten Frauen schaut es natürlich anders aus, mich mit eingeschlossen. Also, wenn wir mehrere Tage draußen unterwegs sind, mag ich trotzdem nicht ungepflegt rumrennen. Ich habe, muss ich zugeben, einen Haarwaschtick. Ich habe immer eine Bioseife dabei und muss mir jeden Tag die Haare waschen. Das ist so ein kleiner Tick von mir.
Aber es ist ja alles umsetzbar. Und natürlich braucht man als Frau einen Kamm, dass man einigermaßen gepflegter herkommt. Und vielleicht mag die eine oder andere auch nicht auf bestimmte Schminksachen verzichten. Aber das muss man ja auch gar nicht. Also, wie gesagt, wenn man draußen unterwegs ist, heißt nicht gleich, dass man stinken muss oder ungepflegt ist. Es lässt sich alles irgendwie vereinbaren, auch wenn es vielleicht nicht ganz so bequem ist wie zu Hause im Badezimmer. Aber ja, möglich ist es. Ja, das könnte ich mir eben vorstellen, dass das ein Grund ist, warum viele Frauen das einfach nicht mögen. Natürlich gibt es auch dann wieder die Kategorie, die sich überhaupt nicht schmutzig machen will, die dann Gelfingernägel hat oder sonstiges und nicht will, dass die kaputt gehen. Mei, ich glaube, sowas kann man nicht jedem schmackhaft machen. Also ich kann jeder Frau bloß empfehlen, wenn sie einen Mann hat, der ein Outdoor-Freak ist oder die das selber schon mal ausprobieren wollte, wagt es. Geht einfach mal mit und schaut es euch hoch, es lohnt sich wirklich. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ich liebe es allgemein in der Natur zu sein und es ist noch schöner, wenn man wirklich ganze Tagestouren macht, weil man so viel sieht und man hat nirgends den Kopf so frei, als wenn man einfach mal abseits von dem ganzen Alltagstrubel ist. Weg vom Handy, nicht erreichbar sein, keine Hausarbeit. Es ist einfach ein ganz anderer Alltag, wenn man eine Zeit unterwegs ist. Und man kommt einmal zu sich, man findet sich selbst wieder, findet wieder seine Ruhe. Man redet über Dinge, wo im Alltag gar kein Platz ist. Und das ist unglaublich entspannend, einfach mal wieder die Seele baumeln zu lassen. Das ist so gar nicht möglich. Ja, sowas meine ich zum Beispiel. Ich habe mich jetzt gerade hingesetzt und habe hier so ein Stück von einem Kiefer, von einem Kiefernast gefunden und da ist ein winziger Kiefernzapfen dran. Aber sowas, ja, das sind einfach so die Kleinigkeiten, die man mal zwischendurch begegnet, wo man drüber staunen kann. Und heute haben wir zum Beispiel schon 4 Eidechsen gesehen. Ich habe in meinem ganzen Leben in Deutschland noch keine einzige Eidechse gesehen. Es gibt immer wieder irgendwas, wo man erstaunt ist und das einen begeistern kann. Also wie schon erwähnt, ich kann es nur jeder Frau empfehlen, sich da im Outdoor-Bereich ein bisschen aktiver zu zeigen. Es lohnt sich wirklich. Das war es auch schon, was ich euch heute sagen wollte. Das ist mir einfach auf dem Herzen gelegen und das wollte ich jetzt mal loswerden. Also auf geht's Frauen, wagt euch in die Wildnis, ihr werdet es sicher nicht bereuen. Und es gibt sicher die eine oder andere, die dann sagt, na, ist doch nichts für mich, aber dann habt ihr es wenigstens probiert. Wir werden jetzt mal weiterschauen und ich bin mir sicher, dass wir heute noch ganz früh entdecken. Haben wir eine ganz tolle Umgebung und ich bin schon gespannt, was noch auf uns zukommt.